Hallo und herzlich willkommen bei 2 Nerds 1000 Games. Ich bin die Kari und spiele heute weiter mit euch Child of Light. Wir haben zuletzt unseren allerersten Bosskampf gemacht, können inzwischen fliegen und haben schon direkt einen ersten Kameraden gefunden. Hi! Achso, ja, ich lese natürlich weiterhin vor. Verzeiht, kleine Dame, sahst du in der lustigen Ballonsgewimmel? Einhörner, die auf Bällen balancieren oder Zelter, die zu den Sternen sich strecken? Meinst du vielleicht Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sitze ich nun, es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Werft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzel, was ich dort sehe? Ach geh, das ist Latein, wenn ich's recht verstehe. Rubella, teure Schwester, schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer erheben seine Hand. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast, sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes er strauchelt und fällt, doch tanzend triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar, meinen Traum zu leben bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss, ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis brach unseren Akt in zwei, wollte eine Karriere als Einzelgänger, ließ Rubella zurück, mich Lemurias geistreichste Stimme. Meint sie nicht eher Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun und verweilen dürfen wir nicht länger. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder und retten unsere doppelte Nummer. Akt! Wisse dieser Weg, er ist riskant, mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist und komme schon klar mit diesem Quark. Mist! Ja, in einem Spiel, wo alles gereimt ist, ein Charakter, den es stört, wenn es dann nicht so ist. Ich mag das Spiel immer mehr. Okay. So, hier unten haben wir noch ein kleines Versteck. Da können wir noch was drin finden. Ah, ein Edelstein. Sehr gut. Edelsteine können wir in unserer Ausrüstung anbringen. Den hier habe ich so schon bekommen. Den kriegt sie direkt. Und wir können die Dinge auch, na, besser machen. Sekunde mal. Nein, das möchte ich nicht. Geh weg. Da war's. So. Dreimal dieselbe Farbe, ein größerer derselben Farbe. So. Das machen wir mal ganz fix. Geschliffener Diamant, sehr schön. Ich gucke ganz kurz, ob ich die drei auch kombinieren kann. Nein, das geht nicht. Okay, das machen wir später mal. Aha. Ja, danke. So, jetzt gucken wir mal, ob ich die... Ja, auch die drei Farben kann man jeweils dann zu einem Diamant machen. So, wir haben inzwischen eine ganze Reihe neue Fertigkeiten. Schauen wir mal gerade ganz kurz. Verteidigen. Na, Magieresistenz nehme ich. Mehr Magiepunkte nehme ich. Na, komm. Ah, hab keine Punkte mehr. Haha. Aber unsere neue Kumpanin hat auf jeden Fall welche. Da schauen wir nochmal. Die hat 6 Stück noch frei. Denn unsere Leute... Ah, wiederbeleben. Perfekt. Sie ist eine Heilerin. Die mag ich sehr gerne. Ja. Mal gucken. Was hat sie noch? Verteidigungsaufwertung. Schadet nicht. Stärkeaufwertung nehmen wir noch. Okay. So. Das hier sollten wir uns merken. Das brauchen wir für eine spätere Quest, die wir dann noch finden. Es gibt überall im Land solche Steine verteilt. So, jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz hier um. Da waren wir gerade schon. Dem weichen wir aus. Hier haben wir gerade unsere neue Freundin getroffen. Flattern wir mal ein bisschen oben rüber. Lalala. So, hier haben wir eine Kiste gefunden. 2 Heilmaktonikumme.
Altonicums. Was auch immer. So, ich schau mal ganz kurz hier oben drüber. Ist nichts mehr. Okay. Gut, das sind jetzt natürlich Bereiche, die waren vorher für uns nicht erreichbar. Ganz kurz nur schauen, ob hier sonst noch irgendwas ist. Nein, aber flattern wir wieder runter. Haha, da ist noch eine Kiste. Na? Noch ein Edelstein, sehr schön. So. Hallo, Krähe. So, hier in den unteren Ebenen hatten wir vorhin auch einige Kisten, die wir bis dahin nicht erreichen konnten. Nee, du kriegst mich nicht. Da waren wir schon. Ah, verdammt. Da bin ich aufgepasst. Egal. Hauen sie schnell weg. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen Kumpan hier bei uns. Ich würde mal sagen, Sternlicht. Was kann sie denn? Sie kann überrumpeln. Sie kann heilen, das brauchen wir im Moment noch nicht. Sie kann wiederbeleben und sie kann sich natürlich verteidigen. Ich nehme mal überrumpeln. Hier unten, ich habe den hier angewählt. Das heißt, hier unten ist er jetzt gerade am pulsieren. Ich möchte aber den hier nehmen, damit er gegebenenfalls unterbrochen wird. Jo, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Sehr schön. Der Kampf war kurz. Ah. Welch ein bombiges Abenteuer. Würde ich nicht das Zirkusgeschäft betreiben, wo eine leuchte Karriere mich erwartet, würde ich wohl bei euch stehen. Bleiben? Tut mir leid, Kamerad. Ich will nichts mehr hören. Ich muss ein Publikum bezirzen. Meinst du etwa betören? Ach ja. Da war die Höhle, wo wir unser Schwert bekommen haben. Was haben wir denn hier oben? Aha! Ein Stärke-Sternenstaub haben wir direkt aufgesammelt. Noch ein Zaubertrank. Wegweiser. Links zum Altar. Okay. Da wollen wir auch hin. Aber natürlich ein paar Geheimnisse zwischendurch auch finden. Wieder eine Kiste. Sehr schön. Zwei Smaragde. Und noch eine Kiste. Ein Wiederbeleben-Tonikum. Ah, perfekt. Das ist zu. Ah, noch eine Kiste. Ein Sternenstaub, den wir einsammeln konnten. Perfekt. Die Kiste. Ach ja, ich könnte jetzt die ganze Zeit mitsingen, das tue ich euch natürlich nicht an. Ich mag die Musik von diesem Spiel einfach sehr. So, da ist der Altar. Links zum Dornenbusch. Aber bevor ich da hingehe, gucke ich mich hier natürlich nochmal ganz kurz um. Da ist der Altar, wo wir aufgewacht sind. Nein, hier ist nichts mehr zu entdecken. Ah, doch, da. Noch eine Kiste.
noch ein paar Edelsteine. Da haben wir jetzt einen weiteren Kampf vor uns. Schauen wir mal. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich hier schwächen. Ich mutmaße, dass die Hunde schwächer sind als ihr Meister. Das heißt, so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. So, schnell wieder hochheilen. Das ist nicht gut. Okay, überrumpeln auf den Schwächsten. Ihr seht, der sackt schon hier zusammen. Sehr gut, einer ist tot. Au. Heilen wir doch eigentlich nochmal ein bisschen hoch. So. Der ist auf den hier. Aua. So, jetzt haben wir nur noch den Boss gegen uns. Autsch. Okay, gegen den sind magische Angriffe keine gute Idee. Haha, daneben. Sehr gut. Ja, geschafft. Angriff vereitelt und so gesetzt. Ihr seht, es geht ihm schon gar nicht mehr so gut. Hat sich jetzt wieder ein bisschen gebufft. Ah, so gut, dass ich gerade nochmal hochgeheilt habe. Machen wir das nochmal ein bisschen. So. Das war knapp. Da bin ich ihm gerade noch so zuvor gekommen. Haha. Sehr gut, das war direkt unser zweiter Bosskampf. Das hat den beiden jetzt gerade ordentlich Level gebracht. Sehr schön. Und noch ein Sternenstaub. Ja, danke, dass du mir den Vortritt überlässt. Ich werde einmal ganz kurz die beiden skillen. Ein bisschen mehr Punkte. Ausweichenchance. Ja, perfekt. Ein bisschen Magieaufwertung. So, was gebe ich ihr? Schutz vor Leid. Alle. Okay. Nehmen wir mal. Und was haben wir hier? Ja, Verteidigungsaufwertung. Den Baum nehme ich jetzt erstmal. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, wir haben jetzt die Karte von Lemuria. Da gucken wir doch mal kurz drauf. Die Karte. So, da ist das alte Kloster. Ihr seht schon, wir haben bei weitem nicht alle Sternenstaube und Truhen gefunden. Bekenntnis überhaupt keine.
Das macht aber nichts, darauf kommt es uns ja gerade gar nicht an. Entschuldigung, braucht ihr eine helfende Hand? Nein, auf keinen Fall. Ein wenig zerstreut seht ihr aus. War doch nur ein kleiner Aufprall. Ich kann für mich... Ich kann für mich selbst sorgen. Du bist klein und rund. Sind wir Brüder etwa? Eure Brust, Arme und Beine, wo sind sie? Oh, drei Teile liegen in den Dornen hier und da. Das ist ja eine schöne Bescherung. Auf Lemurias Palast stand ich hoch über dem Grund. Die Königin der Nacht stieß mich hinab. Doch bin ich erst wieder vereint und gesund, werde ich sie in den Boden stampfen. Dann setz dich zusammen, zögere nicht. Später. Erst genieße ich die herrliche Sicht. Warum seid ihr so stur? Auf ein Wunder zu warten ist dumm. Igniculus, auf der Suche nach den drei Teilen nehme ich ihn mit. Hoffentlich dreht sich ihm nicht der Magen um. So, wir können jetzt Golem zusammensetzen, dafür müssen wir alle drei Teile noch finden, die jetzt noch fehlen. Das ist übrigens ein DLC, das ist nicht standardmäßig dabei. Ist halt ein extra Gefährte, den ihr dadurch freischalten könnt. Das machen wir auch fix, alle drei Teile befinden sich hier im Dornenbaum. Dafür muss man halt nur ein wenig vom Hauptpfad abweichen und da ist das Tier verzweigt. So, hallo. Autsch. Und ja, die Dornen tun weh. Ah, da habe ich ihn nicht lange noch geblendet. Egal. Schauen wir mal. Er hat ein paar Kumpanen dabei. Sternlicht auf die erste Spinne. Überrumpeln auf den verkuppelten Adler da. Au. Lala, so. Überrumpeln auf die Spinne, die als nächstes dran ist, damit sie unterbrochen wird. Okay, überrumpeln auf die Spinne. Nicht rechtzeitig. Okay. Überrumpeln auf die andere Spinne. So, erster Gegner ist tot. Zwischendurch meine Leute immer wieder ein bisschen hochheilen. Sehr gut, zweiter Gegner ist tot. Lässt den Kopf schon hängen, das heißt, der macht nicht mehr lang. Das war's. Wieder ein Saphir bekommen und einen Stufenanstieg für unsere Freundin. Den spare ich mir gerade noch ganz kurz auf. Da haben wir den zweiten Teil. Das waren die Arme. Sehr gut. Ein Wiederbeleben-Tonikum. Perfekt. Wie ihr seht, man kann auch außerhalb des Kampfes hochheilen. Müssen nur wieder ein paar Wünsche hier einsammeln, damit er die Leuchtkraft wieder kriegt. So. Schauen wir mal, wo geht's hier lang? Nein. Du nicht. Rubin bekommen, noch eine Kiste. Golemteile. Sehr gut. Es fehlen uns noch die Beine. Da nicht lang. So. Dafür müssen wir, wie gesagt, ein bisschen vom Weg abweichen. Ja, ist ja erst ein bisschen, ne? Einmal hoch in die Wipfel. In die Wipfel, genau. In die Wipfel des Baumes. So. Hier irgendwo waren sie.
Und da sind sie. Und da haben wir ihn zusammengesetzt. Ein weiteres Gruppenmitglied. Ich kann meine Keule wiedergreifen. Mein ganzes Leben war ich allein, brauchte keiner Menschenseele Hand. Zu formen einen Mann aus Stein, bedarf es doch wohl eines Bildhauers Verstand? Prinzessin, Aurora, bitte. Aurora, ich biete euch meine Dienste an. Ein solches Geschenk wage ich nicht zu akzeptieren. Sie gehören euch, nur ihr könnt darüber verfügen. Straft mich, ich lüge, ich bestehe darauf. Nun, was haltet ihr davon? Ihr begleitet mich zum Palast hinauf. Ein Besuch bei der Königin der Nacht? Ich bin dabei, abgemacht. Yay, wir haben den Golem in der Gruppe. Und hier oben gibt es aber noch was. Schaut mal. Es gibt hier einen weiteren Bosskampf. Der ist komplett optional. Den könnt ihr auslassen, wenn ihr möchtet. Andererseits gibt sowas aber natürlich auch immer schöne Belohnungen. Und die wollen wir uns natürlich holen. Deswegen wir direkt hier drauf losprügeln. Und zwar auf den Hund. Oh. Autsch. Ah, nicht gut. Das tut natürlich ein bisschen weh. Direkt wieder hochheilen. Na komm. Ja. Das Gute an diesem Kampfsystem ist natürlich, ihr habt so viel Zeit, wie ihr wollt, dazwischen drin. Immer auf die Kleinen hier. So, das war der Hund. Ab auf die Spinne. Aurora ist kurzfristig gelähmt. Aber, au, das tat weh. Okay, so. Aber dafür haben wir ja die Wiederbelebung. Nein, verdammt. Dafür könnte ich jetzt natürlich auch einen Trank nutzen, aber die sind relativ selten, deshalb möchte ich es mir jetzt erstmal aufsparen. So, das war die Spinne. Jetzt haben wir nur den Vogel oder was auch immer es sein mag. So, wir heilen natürlich Aurora. Nicht, dass sie uns nochmal umkippt. Er hat sich jetzt erstmal selber gebufft, ist jetzt schneller. Wir sind aber noch schneller als er. Okay, nicht immer, aber meistens. So. Erst einmal wieder selber heilen. Dupdidu. Mit Nikolus heilen. Sehr gut. Ich sollte vielleicht mal ausprobieren, ob die Magie gegen ihn nicht vielleicht sogar wirksamer ist. Aber, na, komm schon. Ja, schon ganz schön geschwächt. Wie viel Schaden das macht? Ein bisschen mehr, jetzt nicht so viel.
Sehr gut. Hat doch geklappt. Und auch das hat wieder ordentlich Level gebracht. Unser neuer Freund hat auch eine neue Stufe. Sehr schön. Selbst die, die ihr nicht mitwählt, leveln halt mit euch. So, ich möchte Magieresistenzaufwertung haben. Noch einmal Stärke. Dann gucken wir mal. Er hat auch mehrere Pfade. Ich möchte ihn ehrlich gesagt nicht so gerne mitnehmen. Ich mag den Golem an sich einfach nicht so. Auch von den Fähigkeiten her. Da habe ich doch lieber meine Heilerin dabei. Aber ich skill ihn natürlich trotzdem mit. Wir können noch eine Fertigkeit wählen. Ah, sie hat noch eine. Überrumpelung. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. So. Der Baum ist gesäubert. Wir machen uns auf den Abstieg. Dupti-dupti-du. Oh. Habe ich wieder wen übersehen? Der war im Vergleich jetzt aber gerade auch sehr klein. So, erste Gegner schon direkt ausgeschaltet. Ja, ist okay. Kurzer Kampf. Hat kein Level gebracht, aber schon gut EP. Hast du je Kreaturen wie diese erblickt? Zur rechten ein Felsen, zur linken ein Baum. 300 Jahre stand ich Wache. Weiter in den Hof als in den Hof konnte ich nicht schauen. Was so viel heißt wie nein. Bäh, au! Ja. Gut, wir müssen ja ein wenig leveln, weil es war ja nicht der letzte Bosskampf, den wir da gerade bestritten haben. Das war nur einer wegen optionalen. Sehr gut. Ist das möglich, ein Mann aus Stein? Wie kannst du sehen? Sind deine Glieder schwer wie Blei? Ich bin, wie ich bin. Bist du mit Schminke und Kostüm ebenfalls frei? Ich wollte es so. Das ist der letzte Schrei. Du hattest die Wahl? Mein Schöpfer entschied für mich. Dann bist du doch noch... Bist du doch nicht frei, mal ganz nebenbei. Hm, hat diesmal sogar gereimt. So. Und wir sind durch den Baum durch. Noch die Truhe hier auf jeden Fall mitnehmen. Da oben ist noch eine. So. Halt, Tonikum, perfekt. Ah, wir haben ein Bekenntnis gefunden. Schauen wir doch gerade mal ganz kurz, was da drin steht. Die da. Ah, ja. Gut. Die könnt ihr euch selber mal angucken, falls ihr es mal spielen solltet. Alternativ macht ihr da einfach kurz Pause jetzt in dieser Aufzeichnung. Dann könnt ihr es auch lesen. So. Hier haben wir wieder einen dieser Steine. Merken. Brauchen wir später noch. Kapitel 4, der tiefe, dunkle Brunnen. Hier haben wir ein Dorf voller Krähen. Und wie es auch von hier aus weitergeht, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir sehen uns wieder. Bis dann!